Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Horizon Zero Dawn. Wie ihr seht, habe ich ein neues Outfit gekauft. Das ist das Nora-Jägerin-Schwer-Outfit. Dadurch sind wir gegen Fern- und Nahkampfangriffe viel besser geschützt. Das habe ich auch schon modifiziert. Des Weiteren habe ich das Inventar gründlich aufgeräumt. Ich habe jeglichen Scheiß, den ich nicht brauche, verkauft. Ich habe mir neue Ressourcen gekauft, um mir wieder viele Pfeile herzustellen. Und in dieser Folge habe ich vor, eine weitere Hauptquest zu beenden. Und zwar der Grabhort. Da werden wir auch gleich mal hingehen. Wir kriegen 9000 Erfahrungspunkte plus einen Fertigkeitspunkt dafür. Das ist echt eine coole Ausbeute. Dazu müssen wir ein kleines Stück laufen, aber natürlich werden wir nicht laufen. Ich werde das Ganze mit Schnellreise ein wenig abkürzen. Da wir ja in der letzten Folge da oben im Banuk-Lager waren, gehen wir erstmal zu diesem Lagerfeuer hier unten und dann gehen wir einfach nach da oben. Das ist auf jeden Fall der kürzeste Weg. Und dann würde ich sagen, dann geht's auch schon los. Und da sind wir auch schon. Und hier haben wir auch einen Händler. Also, ich denke mal, dass es ein Händler ist. Sonst hättet ihr nicht so eine Fahne da im Rucksack. Ich möchte euch ganz gerne noch mein Outfit zeigen, denn ich habe ja nur von berichtet. Und zwar ist es das hier. Ah, okay. Es ist die Nora-Beschützerin schwer. Wie ihr seht, es sind zwei Modifikationen drin und da unten bei den Effekten, alles was grün ist, das habe ich verstärkt. Das ist für Tarnung gut, das ist für Nahkampfangriffe abzuwehren ganz gut und für Fernkampfangriffe abzuwehren ganz gut. Ich habe die Option Kopfschmuck ausgeschalten, weil ich finde das nicht so toll, wenn Aloy so ein komisches Kopfband da oben mit so einem Emblem trägt. Nicht, dass ihr euch wundert, ich habe auf jeden Fall den Kopfschmuck ausgeschalten. Ich finde, das sieht besser aus, aber das Outfit macht auf jeden Fall gut was her. Und wie ihr seht, wir sind schon mal wieder in einem Schneegebiet, es schneit, es ist heller Tag und wir begeben uns jetzt endlich mal zur nächsten Hauptquest, die sich nennt der Grabhort. Vielleicht kann ich noch den ein oder anderen Waschbär hier jagen, denn ich brauche unbedingt Waschbärenhaut. Diese Waschbären findet man wirklich nicht oft. Die laufen einem zwar mal irgendwie über den Weg, aber dann sind sie auch ganz schnell wieder weg. Ich muss nur mal gucken, dass ich auch wirklich auf dem Weg bleibe, weil das Gebiet hier oben in dieser Schneegegend, das ist wirklich ein bisschen verwinkelt. Und ich sehe nicht so wirklich, wo der Weg hier lang führt, aber ich glaube, wir sind hier schon auf dem richtigen Weg. Wir befinden uns in einem Stürmergebiet. Okay, das ist sehr schön. Ich werde mal meinen Stürmer Fridolin wieder zur Hilfe rufen. Da ist er auch schon, der gute Fridolin. Dann werde ich die Maschinchen hier vorne mal angreifen und Fridolin wird mir sicherlich helfen. So, wenn wir den Jungs hier die Behältern abtrennen, dann machen wir gut Damage. Natürlich müssen wir auch die richtigen Pfeile wählen. Die Maschine ist schnell. Ja, okay, das waren die falschen Pfeile. Okay, das wird jetzt hier echt actionreich mit so vielen Stürmern. Aber ich frage mich, warum der Damage hier nicht so reinhaut. Genau, jetzt macht es viel mehr Damage. Los, Fridolin! Mach doch mal was. Oh, wow, 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 wow. Oh ja, Kampf der Stürmer. Guckt euch das an. Oh, Fridolin wird in die Mangel genommen. Lasst Fridolin in Ruhe. So, die habe ich in den Arsch geschossen. Was macht Fridolin? Fridolin stürmt auf den zu. Sehr schön, mein Guter. Das hast du gut gemacht. Fridolin ist natürlich ein bisschen angeschlagen, aber das gibt mir jetzt die Gelegenheit, den neuen Skill mal auszuprobieren, die Maschine zu reparieren. Werden wir auch gleich mal machen. Da, wir müssen Viereck gedrückt halten, um zu reparieren. Immer ein Teil nach dem anderen. Das fetzt ja. Aber das kostet echt eine ganze Menge Metallscherben. Ach ja, gut. Man kann irgendwie nicht alles haben, aber ich muss auf jeden Fall das hier haben, was der Stürmer hier noch hat. Da waren Lohebehälter mit bei, sehr schön. Dann geht's auch weiter auf Richtung Grabhort. Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass es so viele Metallscherben verbraucht, das Reparieren.
Aber wir scheinen hier auf jeden Fall auf dem richtigen Weg zu sein. Wir haben ein weiteres Lagerfeuer entdeckt. Das ist sehr schön. Na, was war denn das? Okay. Ein paar Langhälse, wa? Oder was auch immer. Ich bin irgendwie falsch gelaufen, glaube ich. Die Klipse. Ich kann dort keine Fokusse feststellen. Das solltest du wohl allein regeln können. Nur zu. Danke. Allein. Na gut. Naja, gut, dann machen wir das. So, da haben wir auch mal einen verdorbenen Wächter und wir müssen jetzt gegen die verdorbenen Maschinen und die Eclipse kämpfen. Aber das dürfte kein Problem sein. Boah, die hauen ja richtig rein. Also wenn die einen mit Feuer treffen. Halleluja. Na, verbrennt er? Gut. Fridolin, komm. Wir gehen. Gegen die Eclipse. Dann werden in dem Grabhort auch eine Menge Eclipse sein. Da gehe ich jetzt mal von aus. Fridolin? Na, dann komm mal. Eieieiei, was ist denn das hier? Ey, das ist ja eine Riesenmaschine, die irgendwie im Berg steckt oder versucht hatte, mal in den Berg reinzukommen. Grabort. Im Schatten eines Metallteufels. Super. Ja. Definitiv. Fridolin? Komm, Ballfuß. Oh, hier steht ein Panzer. Bunker entdeckt. Okay. Alles klar, ich glaube, hier kann Fridolin nicht mit rein. Oh, drinnen sind sie auch. Naja, okay. Den Wächtern müssen wir auf jeden Fall mit Feuer zu Leibe rücken. Das sollte reichen. Hier können wir eine ganze Menge mit unserem Fokus scannen. Hier mal ein bisschen umsehen. Wow, Alter, die bringen ja 690 Erfahrungspunkte, die Jungs. Da kriege ich ja ziemlich schnell mein Level up zusammen, aber hier gibt es eine ganze Menge, was ich mit dem Fokus scannen kann. Kriegst du alles mit, Silence? Silence? Na, er antwortet nicht. Na, das ist ja heute wirklich ein schöner, andauernder Sieg. Kontakt in 30 Sekunden. Hey, ob Sovex Zero Dawn in der Zeit durchziehen kann? Passt das jetzt recht? Ich muss sagen, es war eine Ehre, neben diesen Panzern zu dienen. Er kommt. Bereit machen zum Kontakt. Ja, das sind natürlich alles Audiodatenpunkte von vor ein paar hundert Jahren, wo die Menschen noch gegen diese Maschinen gekämpft haben. Also es wird wahrscheinlich das letzte Gefecht gegen den Maschinen gewesen sein.
Titanenwarnung. Wir machen's wie beim Akron. Die Basis blockiert ihn. Dann greifen wir an und Operation Enduring Victory. Alles wie immer. Was bedeutet das? Was auch immer das sein sollte. Es ist wohl nicht alles gut gelaufen. Silence, hörst du das? Was denn? All diese Soldaten. Sie sind hier gestorben. Gestorben wird dauernd. Geh weiter und such etwas Interessantes. Operation Enduring Victory. Ja, okay. So hat wahrscheinlich die letzte Operation geheißen. Okay, dann hier runter. Hier wird es sicherlich was geschlafen. So ähnlich wie in der Hütte in Mutterherz. Ja, ja. Hier wird es sicherlich einiges zu finden geben. Einige Datenpunkte. Die kann man sich natürlich alle nach und nach anhören. Protokoll. Der erste Kampf am Ostküstenschutzwall war lange vorbereitet. Das war vor Kalmar. Die Prognosen für den Osten waren noch schlechter. 3 Wochen lang bildeten wir in irgendeiner Küstenstadt Freiwillige aus. Es regnete ständig, denn Europa war bereits niedergebrannt. Immer mehr Fertigkasernen. Sie wurden immer weiter aufgestellt, bis die Haupttruppe schließlich zuschlug. Mit den Freiwilligen machten wir Kampfübungen in den Straßen, wo sie gelebt hatten. Wir taten so, als ob es eine Zukunft für sie gäbe, wenn sie nur auf sich aufpassten. Nichts war schlimmer als die, die uns glaubten. Ihre hoffnungsvollen Fragen über Zero Dawn, als ob wir mehr wüssten als sie. Ich schwöre, allmählich werden wir so noch selbst zu Bots. Aber die lernen aus jedem Kampf. Und wir? Ich weiß nicht. Danke für die Nachrichten. Die Zeit vergeht schnell im aktiven Dienst. Die Möbel waren 4 Monate aus jetzt. Metall? Und vielleicht 20 Einsätze? Da gemütlich machen? Immer an der Westküste. Es war die Metallwelt. Und dann mit diesen rekrutierten, ahnungslosen Zivilisten. Ihr gesamtes Training besteht aus... Hier ist eine DEW. Schieß auf die Bots. Nur ein Bett. Aber irgendwie klappt es. Kriegsherrn. Mit dem 6. MEB haben wir einen Horus erledigt. Bei Lithium Beach. Es tat gut, dieses riesige Vieh vernichtet zu sehen. Ich hoffe, es kam in den Nachrichten, Schatz. Damit alle wissen, dass wir es schaffen können. Wir müssen Projekt Zero Dawn nur Zeit geben. Dann wird bald alles wieder wie früher sein. Ja, Projekt Zero Dawn hat ja mehr oder weniger geklappt, sonst würde es Aloy nicht geben. Und das sieht hier wirklich alles so aus, wie in dem alten Bunker, wo Aloy früher mal drin war, als sie noch ein kleines Mädchen war. Vorne sind wieder irgendwelche Rätselschalter, also irgendwas können wir da machen. Und da unten sind auch welche. Da unten ist noch ein Datenpunkt. Hey, ihr habt gefragt, wie ich mir den Geothermosystem-Neustart merke? Das geht so. Vögel suchen im Sommer den Norden, Osten im Frühling, Westen im Herbst, Süden im Winter. Tja, Poesie hättet ihr von Mike, dem GT-Techniker, nicht erwartet, was? Oh, das hab ich nicht mehr gesehen. Ich bin halt was ganz Besonderes. Muss eine Art Code sein. Vielleicht sollte ich die Objekte in diesem Bereich scannen. Oh, das ist interessant. Ach so. Da sind ja diese kleinen runden Kästchen aufgemalt und... Die roten Striche zeigen immer in eine bestimmte Richtung. Ich denke mal, ich muss von oben anfangen. Also einmal oben, unten, links und rechts. Also der scheint schon mal richtig zu sein. Oben, den muss ich nach unten drehen. Wie war das? Links, rechts, ja. Und dann der noch einmal nach rechts. Dann sollte das hinhauen. 3 Leitungen, 3 Quellen... Das ergibt eine. Ja, ja. Da unten ist nochmal sowas. Okay. Wir gehen erstmal hier runter. So.
Hier ist aber nichts dran. Das ist blöd. Vielleicht muss ich aber auch erst das da drüben irgendwie in Gang bringen. Das kann natürlich auch sein. Mal gucken, ob hier was angezeigt wird. Ja, hier sind die Dinger frei. Also oben, oben, unten, unten. Okay. Oben, oben ist richtig. Und diese beiden müssen nach unten. Und zwei. Noch eine. Ja, die da drüben. Aber das muss ja irgendwie angezeigt werden. Sonst muss ich raten. Wie zum Teufel soll ich das machen? Ich habe jetzt oben, unten. Ich mache einfach mal wieder links, rechts. Keine Ahnung, ob das hinhaut. Nee, das haut nicht hin. Mist, wie soll ich denn das sonst machen? Vielleicht anders tauschen? Vielleicht rechts, links? Mal gucken. Ne, das hört auch nicht hin. Hm. Oder ist das spiegelverkehrt? Machen wir mal den nach oben. Den nach unten. Nee, das haut auch nicht hin. Wie zum Geier soll ich denn das machen? Verdammt! Hey, ihr habt gefragt, wie ich mir den Geothermosystem-Neustart merke? Das geht so. Vögel suchen im Sommer den Norden, Osten im Frühling, Westen im Herbst, Süden im Winter. Tja, Poesie hättet ihr von Mike, dem GT-Techniker, nicht erwartet, was? Ich bin halt was ganz Besonderes. Ach so, das ist der Code. Hey, ihr habt gefragt, wie ich mir den Geothermosystem-Neustart merke? Das geht so. Vögel suchen im Sommer den Norden, Osten im Frühling, Westen im Herbst, Süden im Winter. Tja, Poesie hättet ihr von Mike, dem GT-Techniker, nicht erwartet, was? Ich bin halt was ganz Besonderes. Okay, ich weiß wie. Ja, erstmal den Scouter weg. Also das Ding muss auf jeden Fall nach Norden. Das Ding muss nach Osten. Das Ding muss nach Westen. Und das Ding muss nach Süden. Das war's. Klingt zumindest so. Erkunde den Grabort weiter. Wir haben es geschafft. Okay. Sehr schön. Naja. Muss man ja erstmal wissen. Ja, gut, dass der Datenpunkt dann noch da lag. Aber der ist ja auch nicht verschwunden gewesen. Der ist ja da gewesen. Man muss ihn nur wieder abspielen, um weiterzukommen. Ganz schön heikle Sache, wie ich finde.
Aber ich muss mich hier gründlich umsehen. Keine Lust, hier irgendwas zu verpassen. Kommen wir hier vielleicht hoch? Ich muss mal öfter mit diesem Fokus gucken. Ich denke mal, hier wird es auch irgendwo noch einen Raum geben, wo wir durchgehen müssen. Ach so. Naja, das ist ja die Bunkertür. Und von hier vorne kam ich her, ganz genau. Weiter runter geht's, glaube ich, auch nicht. Da waren nur diese Türschlösser. Also müssen wir definitiv hier vorne rein. Da benutzt jemand Werkzeuge und ich höre Stimmen. Mehr Eclipse. Es muss noch einen Eingang geben. Okay, was haben wir hier? Was ist das Grüne? Mensch, ich möchte das Grüne haben. Ohne Energiezelle! Ich finde immer mehr Energiezellen. Wozu sind die gut? Ich möchte mal gucken, wie viele Energiezellen ich überhaupt habe. Spezialobjekte. Energiezellen. 3 Stück haben wir. Alles klar. Sie sind es tatsächlich. Sie suchen keine Antworten. Nur Waffen. Naja, okay. Die werden wir schon irgendwie ausschalten. Keine Sorge. Nur wird das nicht ganz so lautlos vonstatten gehen, glaube ich. Das kommt mir gelegen. Bis jetzt haben sie uns noch nicht gesehen. Die bringen aber nicht ganz so viele Erfahrungspunkte. Ah, den kann ich nicht mitnehmen, den Genesungstrank. Schade. Ja, dieses Anschleichen ist ja nicht so mein Ding. Aber ich kann mir gerne Mühe geben, das mal hinzukriegen. Wir dienen dem, wohin er uns auch. Und wenn es in diese alte Gruft ist. Da oben ist vielleicht was. Nein, nein, da oben ist nichts. Du hast dich getäuscht. Ah, der kommt jetzt her, scheiße. Aber wenn der da reingeht. Oh, und er geht da rein. Ich wurde entdeckt. Ich hab was gesehen. Oh, na ganz toll. Oh, eieieiei, ein Plünderer. Und hier auf dem kleinen Terrain. Oh, das kann ja was werden. Scheiße. Ja, Jungs, wartet mal. Für euch habe ich noch ganz tolle Sachen. Und zwar das hier. Bitteschön. Kritischer Treffer und tschüss. Es gibt nur einen Weg heraus. Ja, für euch auch. So, der ist down. Ja, lief doch ganz gut. Sind zwar noch nicht alle hin, aber fast alle. Echt, ja. Na, das war auch ein Geschenk von mir. Bitteschön. Wer kommt denn hier noch? Uah! Oh, jetzt hat er mich hier runtergehauen. Hoho. Komm runter zum Spielen, Freundchen. Ich bin hier unten. Ach, da kommt er ja. Oh, ha, hey, ho, alles klar, gut. Hast du denn nichts Besseres zu tun? Nö, nö, anscheinend nicht. Also die auf jeden Fall nicht. Also der eine Idiot ist noch da oben, das heißt, wir müssen jetzt hier hochklettern. Ist ja nur noch einer. Jetzt rennt er wieder weg. Was ist das für ein Spinner? Augen nach oben, da ist sie! Naja. Das war's für dich. Und damit hätten wir den Raum auch gesäubert, würde ich sagen.
Immer diese Typen mit ihren komischen Feuerwerfer hier, die nerven mich. Ah, Schockfall, okay, haben wir auch genug. Was haben die hier noch am Start? Metallscherben. Ja, aber auch nicht wirklich viel. Hier gibt es nichts weiter. Und das war's, oder? Na gut, hier drin wird es noch den ein oder anderen Vorratsbehälter geben, denke ich mal. Gibt es da noch was, was wir mit dem Fokus sehen können? Nee, auch nicht. Da hinten war noch was. Eine Vorratskiste. Kein Platz mehr. Naja, gut, jetzt wegen den Gesundheitstränken mache ich mir jetzt keine Sorgen, Aloy. Hauptsache, wir kriegen von dem anderen Scheiß genug. Es geht hier hoch und es geht hier runter. Oder geht's hier nur hoch? Ach so, wir müssen definitiv nach da oben, aber wir können auch hier runter. Ich schaue mich erstmal hier unten um. Ich werde das später ausschütteln. Mach mal. Gut. Das ist eine Sackgasse. Also geht's nur noch nach hier oben. Vorne können wir uns ja festhalten, habe ich schon gesehen gehabt. Da drüben auch. So, dann geht's hier einmal rum. Und dann geht's irgendwo wieder hoch, oder? Ganz genau, hier geht's hoch. Da hinten ist ein großer Raum. Ah ja, hier vorne sind noch irgendwelche Dinger, die ich scannen kann. Das sind alles Datenpunkte, die nehme ich mal mit. Ich werde nicht jeden davon abspielen. Ich werde sie mir nur angucken. Da war auch eine ganze Menge Datenpunkte. Wir haben erst 25 von 63. Gut, die anderen sind ja auch in der großen Welt verteilt. Ja, die werde ich niemals alle finden. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Zumal werde ich die auch gar nicht suchen. Okay, was haben wir hier? Benutze die Konsole. Na, mache ich doch gerade. Ich spiele auf der PS4. Das musste auch mal sein. Zumal hat es ja gepasst. So, da hinten ist noch irgendein Behälter. Dann benutzen wir mal die Konsole. Ich denke mal, da wird sich dann ein Hologramm öffnen. Was von einer damaligen Besprechung wahrscheinlich dienen sollte. Was ist das? Das? Eine Karte. Eine Karte wovon? Unserer Welt. Der Erde, Aloy. Sie ist nicht flach, wie du glaubst. Warum sollte ich das glauben? Bei Finsternissen liegt ein gewölbter Schatten auf dem Mond. Also ist die Welt eine Kugel. Und so sieht sie aus, von Weitem. Darüber reden wir ein andermal. Zurück zur Sache. Die Pharaoh-Roboter verbreiteten sich über die Welt und fraßen alles auf. Elisabeth stoppte sie, bevor es zu spät war. Aber wie? Das werden wir noch herausfinden. Aber finde ich cool, dass es weiß, dass die Erde keine Scheibe ist. Also, ja, das haben ja früher einige Leute gedacht, bis Galileo kam. Der hat das Gegenteil bewiesen. Und wer die Serie The Big Bang Theory kennt, Howard hat ja auch mal gesagt, Galileo hat Diätlimo getrunken. Keine Ahnung, wie ich darauf jetzt komme, aber ich fand's echt witzig. Ja, ja. Wahrscheinlich hat er das getrunken. Aber eigentlich wird er wahrscheinlich Wein getrunken haben. Ich würde mal sagen, es war ja ein Italiener. Galileo Galilei. Ja, genau. Oder war es ein Italiener? Oder war es ein Portugiese? Ich weiß es gar nicht. Eieiei, wo sind wir denn hier? Ein riesen Metallteufel. Das hat Aloy ja schon gesagt gehabt. Der ist im Berg drinnen. Krass. Machen sich am Metallteufel zu schaffen.
Sie wollen ihn doch nicht erwecken, oder? Vorsicht! Oh nein. Nicht schon wieder der Todbringer. Oh Gott. Sonne und Schatten. Noch ein Kopesch. Und der hier ist schnell. Na, ganz toll. Richtig toll. Ich muss erstmal die kleinen Jungs da unten weghauen. Oh, das Ding feuert auf mich. Kann das Ding auch hier... Ja, es kann den Boden kaputt machen. Oh Mist. Scheiße. Ich muss mir irgendwo Deckung suchen. Ganz schnell weg hier. Niemand darf dem Schatten entkommen. Ja, 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 der Schatten hier. Was ein Schatten, habe ich schon mal gesagt. Ja, kann ich ja auch mal schießen jetzt? Oh Mist. Ja. Okay, erstmal die kleinen Schattenkarger, Eclipse hier weghauen, meine ich. Und dann kümmern wir uns um das große Teil. Ja, ja, das hast du dir so gedacht, wa? Dass du ja mich angreifen kannst? Hey, ja. Ja, ganz genau, wa? Hey, ja. Das sind alles Cowboys, habe ich den Eindruck. Schwäche hat der? Alles klar. Okay, die Schwäche hätten wir schon mal aufgedeckt. Das ist auf jeden Fall Feuer. So, wir bringen ihn mal zum Brennen. Oh. Jetzt brennt er wohl irgendwie. Aber wir müssen natürlich mit den guten Pfeilen seine Waffen abschießen. Oh Mist. Die Waffe da oben ist weg. Die Frage ist, kriege ich die weg? Mist. Oh, Alter, der schießt hier meine ganze Deckung weg. Keine Munition mehr. Okay, kann ich dem noch was absprengen? Nee, nicht so wirklich. Okay. Das Ding da oben muss weg. Ist der überhitzt? Ist der überlastet oder überhitzt? Warum macht der nichts? Gut, kann mir recht sein. So viel Energie hat er gar nicht mehr. Die Pfeile sind Gold wert. Also sein Maschinengewehr ist echt lahm. Aber es trifft uns trotzdem. So, ich glaube, das Ding ist weg, oder? Hat er noch eine andere Waffe am Start? Nee, nicht wirklich. Dann immer mitten rein in sein Auge oder in sein Gewehrfeuer oder was auch immer das ist. Komm, ein Treffer noch. Das war's. Die Soldaten damals mussten gleichzeitig Hunderte davon bekämpfen? Stufe 36 erreicht, die BKO. Ein Fertigkeitspunkt bekommen und 10 Gesundheitspunkte. Okay. Also Trefferpunkte, HP, Heilpunkte, wie auch immer ihr das nennen wollt. So, wir checken jetzt hier erstmal noch den ganzen Raum ab, looten alles, was geht. Das nehme ich für unterwegs mit. Ja, die Soldaten haben damals auch gegen diesen Todbringer gekämpft, also mehr oder weniger. Ich würde erstmal sagen, er hat zum Anfang an der Seite der Menschen gekämpft, dann haben sich die Maschinen ja gegen die Menschen auferlehnt. Es muss irgendwie eine künstliche Oberintelligenz geben, die die ganzen Maschinen steuert. Und auf den werden wir sicherlich auch noch treffen. Muss irgendwie einen Kern oder sowas geben.
Wie ihr wisst, die Maschinen laufen ja mit Biotreibstoff. Das heißt, sie können jahrhundertelang am Leben sein oder weiter existieren, nennt es wie ihr wollt. Nee, das habe ich schon. Okay, die Gesundheit ist auch voll. Ich hätte auch diese Waffe hier nehmen können, oder? Todbringergewehr. Naja. Ja, okay. Lag das da schon rum? Habe ich gar nicht gesehen. Naja, egal. Wir haben es auch so geschafft. Ich muss mich hier gründlich umgucken. Hier kann man bestimmt irgendwas noch mitnehmen. Aber der Fokus zeigt ja nicht wirklich was. Da hinten ist noch ein Datenpunkt. Abbau der Biosphäre. Gibt es hier noch weitere Datenpunkte? Nee, es sieht nicht danach aus. Jedenfalls nicht in dem Raum. Oh, ich hätte einen Wagen mitnehmen sollen. Ja, definitiv. Ich hab dir gesagt, nimm den Handkarren mit. Oder wir hätten auf Fridolin auch noch einen Karren spannen können. Oder an Fridolin vielmehr. Und dann hätten wir dem noch was auf den Sattel packen können. Ich hab's dir gesagt, Aloy. Du wolltest nicht auf mich hören. Danke, Dr. Sobek. Setzen Sie sich doch. Sie wollen ihr danken, nach dem, was sie gesagt hat. Dr. Sobek hat die Situation sehr klar gemacht, General, und eine Option genannt. Wir sollten ihr alle danken. Ja, aber... Ich meine, mein Gott! Vielleicht diskutieren wir das offline. Es gibt darüber keine Diskussion. Die Zahlen sind eindeutig. Und Pharaoh, er zahlt die Rechnung. Aber er kann nicht die Zeit kaufen, die wir für Zero Dawn brauchen. Das... lässt sich nur mit Blut bezahlen. Oh, bitteschön. Wir verbessern die Flotte. Wir hacken irgendwie die Codes. Haben Sie nicht zugehört? Roboter können nicht mehr für Sie kämpfen. Wenn es ums Hacken geht, ist der Schwarm ein Spitzenprädator. Alles Automatisierte, das Sie schicken, wird von ihm übernommen. Aber das... Wir würden Ihnen doch Zivilisten zum Fraß vorwerfen. Commanders, unser Feind repliziert sich schneller, als wir ihn töten können. Und frisst Biomasse als Treibstoff. Zero Dawn ist alles, was wir haben. Wir drücken also jedem Zivilisten, der stark genug ist, eine Railgun in die Hand, zeigen ihnen den Abzug und schicken sie an die Front? Wie sollen wir das erklären? Indem wir ihnen Hoffnung geben. Zero Dawn. Das geheime Superwaffenprogramm, das uns retten wird. Solange die Menschen den Schwarm lange genug aufhalten, damit Dr. Sobek es beenden kann. Diese Datei enthält den Kriegsplan für Operation Enduring Victory. Kriegsplan? Das ist ein Kriegsverbrechen. Es ist nicht schön, aber Sie kennen die Alternative. Dr. Sobek, Sie können eine stillgelegte Raketenbasis bei Bryce in Utah als Standort für Projekt Zero Dawn nutzen. Dort ist genug Platz. Wann können Sie anfangen? Ich habe Ihnen bereits Kandidatenvorschläge geschickt. Die meisten sind Ausländer oder gehören zu Holdings, also könnte es... Ich übernehme das. Sie bekommen Ihr Wunschteam. Versprochen. Ich bin dann weg. Raketenbasis? Was ist das? Was haben diese Leute getan? Was hat Elizabeth getan? Ja, das wird auf jeden Fall einen Erstschlag gegeben haben, also eine Apokalypse, dass alles auf der Erdoberfläche ausgelöscht worden ist. Jetzt muss ich nur irgendwie diese Raketenbasis finden. Ich habe die Daten zum Basisstandort. Das ist die gute Nachricht. Und die schlechte? Er liegt direkt unter der Zitadelle, dem Palast in Sonnenfall.
Der Hauptstadt der Schatten, Kaja. Nicht gerade vorteilhaft. Im Palast wimmelt es von Eclipse. Viele davon in hohen Positionen. Und alle tragen Fokusse. Wenn sie dich sehen, sieht Hades dich auch. Er wird befehlen, dich zu töten. Und diesmal wird dich das gesamte Schatten-Kaja-Militär jagen. Dann deaktiviere die Fokusse. Das ging doch sonst auch. Das ist nicht so einfach. Zu viele Fokusse auf einmal. Und alle kommunizieren untereinander und mit Hades. Ein riesiges Netzwerk. Netzwerk? Was ist das? Stell dir ein großes, unsichtbares Netz vor, das über das ganze Land verbreitet ist und die Fokusse verbindet, sodass sie über große Distanzen miteinander kommunizieren können. Okay, und kriegt man das Netz irgendwie kaputt? Ein Netzwerk-Crash? Verwegen? Ja, es ist möglich. Das Netz hat einen Schwachpunkt. Zeig ihn mir. Das ist nicht so einfach. Es braucht Zeit, die Details herauszufinden. Und was soll ich machen? Abwarten? Du hast bestimmt noch andere Dinge zu tun. Ich melde mich. Warte! Silence? Noch andere Dinge zu tun? Tja, Val und Suna brauchen noch Hilfe gegen die Eclipse. Dann gehe ich nach Teufelsleid. Hauptquest abgeschlossen, der Grabhort. Ja, und wir müssen auch bald nach Teufelsleid. Ich weiß noch nicht, wo das ist. Die Spur der Kriegsherrin. Das wird es wahrscheinlich sein. Das ist aber eine echt niedrige Hauptquest, glaube ich, gewesen. Die hatte ich am Anfang gar nicht gemacht, weil es so viel andere Sachen zu tun gab. Und ja, um nochmal darauf zurückzukommen, ich glaube, es gab einen Erstschlag. Einen atomaren Erstschlag. Und Elizabeth hat natürlich probiert, die ganzen Maschinen von der Erdoberfläche zu tilgen. Die Menschen werden sich wahrscheinlich in Bunkern versteckt haben. Einige werden es auch geschafft haben, sonst wären diese Menschenstämme jetzt natürlich hier nicht auf dieser Welt von Horizon. Aber alle Maschinen wurden natürlich auch nicht vernichtet. Denn, wie ihr seht, es gibt Maschinen. So, wo geht's jetzt hier runter? Und wie komme ich jetzt hier runter? Oh. Das wird eine irre Fahrt. Naja, aber ist doch ganz lustig. Hat ein bisschen was von der Achterbahn, wie ich finde. Was war denn das? Warum bin ich denn jetzt verreckt? Das kann doch nicht wahr sein. Musste ich da springen oder mich festhalten? Habe ich gar nicht gesehen. Da wurde nichts angezeigt. Ich frage mich, ob ich da irgendwo hätte springen müssen. Ah, okay. Dann machen wir es halt nochmal. Und wie komme ich jetzt hier runter? Oh, das wird eine irre Fahrt. Ah ja, okay. Eieieiei, es war knapp. Das würde ich nochmal machen, wenn es nicht so schwer wäre, da hochzukommen. Vielleicht sollte ich versuchen, Kriegsherrin Suna zu finden. Sie hat die Mörder von der Erprobung verfolgt. Ja, das machen wir. Das machen wir wahrscheinlich auch schon in der nächsten Folge. Ich muss mal gucken, was wir noch an Questen haben oder was sich so auf der Karte finden lässt. Muss ich mal schauen, aber ich möchte erstmal gucken, habe ich noch ein paar Fertigkeitspunkte? Ja, die habe ich. Was können wir hier so Tolles noch machen? Kritischer Treffer? Kritische Treffer verursachen mehr Schaden. Bewege dich mit schweren Waffen schneller. Oh, das ist auch geil. Schlag von oben. Wir machen mal kritischer Treffer. Greife doch dann ab und an mal mit dem Nahkampfangriff an. Wo ist unsere tolle Reitmaschine, wenn man sie mal braucht? Julin? Wo bist du? Ach, da kommt er ja. Na endlich. Wo warst du denn, bitteschön? Gibt
Gibt es hier nirgendwo ein Lagerfeuer? Doch, gibt es da vorne. Alles klar. Dann würde ich auch erstmal sagen, wir haben die Hauptquest der Grabhort abgeschlossen. Habt ihr alle gesehen? Leider bin ich zum Schluss nochmal einmal gestorben. Ich bin da runtergefallen. Ich wusste nicht, dass ich da nochmal springen musste oder mich nochmal festhalten musste. Es wurde auch irgendwie nicht eingeblendet. Wir haben wieder etwas über Projekt Horizon Zero Dawn erfahren. Oder vielmehr nur Zero Dawn. Wie ist ja das Projekt? Wer bist du denn? Dann also auf die harte Tour. Flüchtest du hier vor ihm? Oh! Ja, Schattenkaja. Okay. Leute, eigentlich wollte ich meine Folge beenden. Was fällt denn euch ein? Okay. Unvorhergesehene Dinge kommen auf immer. Los, Fridolin, kämpf mit! So, die fackelt jetzt erstmal ab. Oh, nur er hier. Ja, ja, ja. Los, Fridolin, gib's ihm! Fridolin, hau rauf da! Dankeschön! So, Fridolin, den kannst du dir auch noch schnappen. Ich zünd dir mal ein bisschen an. Komm schon, Fridolin. Fridolin macht nichts. Das ist ja schade. Okay, dann müssen wir den so runterholen. Aus Fridolin. Guter Junge. Und das war's auch. Hast du ganz toll gemacht. Gut, der eine Jäger ist irgendwie weg, glaube ich. Der ist nicht mehr da, oder? Nee, der ist weg. Vielleicht ist er auch verreckt, ich weiß es nicht. Ja, ich hoffe, ich kann jetzt meine Folge beenden. Also, wir haben einiges über Zero Dawn erfahren, wie das so alles vor ein paar hundert Jahren passiert ist und dass es wohl einen atomaren Erdschlag gab, der die Maschinen von der Erdoberfläche tilgen sollte, was ja nicht ganz geklappt hat. Die Menschen haben sich wahrscheinlich in Bunkern oder irgendwas so versteckt. Einige haben überlebt, sonst würde es ja diese Kriegerstämme hier auf dieser Welt nicht geben. Und die oberkünstliche Intelligenz, die die Maschinen quasi so anführt, die nennt sich Hades. Das ist wahrscheinlich irgendwie so ein Supercomputer. Und den müssen wir natürlich irgendwann auch bald zerstören. Und das werden wir auch machen. Aber wie es weitergeht und was wir in der nächsten Folge so alles erleben werden, das seht ihr, wenn die neue Folge da ist. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Vielen Dank fürs Zugucken. Ihr wisst ja mittlerweile Bescheid. Ihr könnt mich gerne abonnieren, das Video kommentieren oder vielleicht sogar eine Bewertung da lassen. Darüber würde ich mich sehr freuen. Dann sehen wir uns zur nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play Horizon Zero Dawn. Ciao.